Einen weiteren wunderschönen guten Tag. Es ist immer noch Samstagabend. Wir haben gerade ein grandioses Spiel von Jürgen gesehen, wie er dominiert hat in der 6.5, 6.4 StarCraft Grandmaster Ladder und jetzt spielt er gegen Deals. Crimson Court, ein TVT, oben rechts der blaue Terraner Deals, der geile Boy. Er wird nicht viel zu lachen haben, denn er spielt gegen The Only One. The Special One. Es ist Jürgen, guck ihn dir an. Es ist Goldfinger aus Leonberg. Hat gerne eine Hartwurst im Analbereich und rubbelt sich den Pillemann, der riecht wie Limburger. Es ist ein Genuss, ihm zugucken zu dürfen. Eine Ehre. Er ist, wie er selbst ja sagt und wie ihr ja alle wisst, der weltbeste Spieler aller Zeiten. Er geht jetzt hier ans Werk. Goldfinger, was hat er vor? Wird es wieder ein berühmter Testbild? Depot. TC First von Deals. TC First von Goldfinger. Aber hier ist das Depot schon fertig. Bei Jürgen nicht. Er ist Supply Blocked. Aber das ist Plan des Builds. Das ist Teil des Builds. Die sind so ausgefuchst und durchstatuiert. Er weiß ganz genau, wann er wie, wo, wann, was, wo und warum überhaupt bauen muss. Es gibt keine Fehler in seinen Builds. Die sind seit Jahrzehnten durch optimiert. Weswegen wir erstmal hier ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, Scouting von Deals, er sieht, da ist nichts. Also nicht viel. Doppelgas, Barracks, CC klappt aus. Vom Timing her natürlich hier, das ist so geplant. Oh ja, hier gleich. Ah, pass auf, Jürgen hat dazugelernt. Habe ich ja in einem der letzten Spiele gesagt, dass man dann halt zwischen dem zweiten und dritten CC die Barracks bauen muss oder sollte, damit das Orbital nicht zu spät kommt. Aber man sollte es dann halt auch schon bauen. Ja. Ja, Factory Double, weil man sieht es jetzt halt hier, ne? Das holst du in der Regel. Ich meine, ja, Jürgen holt das noch auf, na, gar keine Frage, ne? Aber hier stehen halt zwei fertige Orbitals. Die Factory ist durch. Ja, die Kohlen sind da. Also die Ausrede zählt nicht. Ja. Hier wird schon mal weiter gelutscht, um möglichst schnell hier eventuell hinzukommen. Ja, Siege Tank im Bau auf der anderen Seite. Oh, hey, direkt noch ein CC. Ja, warum auch nicht? Wo will er hin? Ach, er will gleich da hinten hin. Ja, Jürgens Testbild funktioniert natürlich wie immer perfekt. Und Deals mit einem weiteren CC. Und auch da noch eins. Ja, Jürgen hat die Atombude schon gebaut. Das ist natürlich wieder ein ganz klarer Fingerzeig fürs neue Meta in StarCraft 2. Vierfach CC mit einer Baracke, Ghost Academy ohne Orbital. Ja, jetzt kommt es, aber halt viele, viele, viele Minuten zu spät. Und der verdammte Nob von Deals. Mit, ja, Tanks, Marines. Und nur mit Gucken hat das geschafft, diese CCs hier durchzubringen. Ganz klarer Fall von Stream Sniping. Ja, Panzer. STVs. Goldfinger mit dem Cloak. Personal Cloaking für den Ghost. Ah, jetzt geht's los. Barracks, 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 Barracks. Und Deals mit dem Marine.
Du dummes Schwein, er wird weggelötet. Ja, economy-mäßig, wie sieht's aus? Deals mit 60 zu 45. SCVs hat hier seinerseits auch eine Ghost Academy, Double eBay Upgrades, Double, Triple Armory. Hat hier ein Marine stehen, um zu sehen, wenn Jürgen ausrückt. Kommt auch hinten rum mal mit einem SCV vorbei. Da kommt er durch, weil er halt sich hier halt auch schon die Minerals weggelutscht hat. Er wollte, glaube ich, gerade hier expandieren, denkt sich aber, nö, komm, geh ich mal da ein. Jürgen mit dem Reaper. Sogar zwei Kills schon. Was für eine Dominanz. Komplett undominantes Double Supply von Deals. Planetary Turret. Orbital Doppelgas. Orbital, Orbital Doppelgas. Ein bisschen übersaturiert. Was für ein schlechter Spieler. Unfassbar, was er hier an Mineralien verschwendet durch die 10 zusätzlichen Arbeiter. 11 sogar. Unfassbar schlecht. Mann, 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 da sollte er sich mal einen Jürgen im Beispiel nehmen. Einfach 11 zu wenig. Dann hält es doppelt länger. So. Ja, Jürgen wieder mit dem Supertestbild hier. Baut hier wie ein verrückter Ghosts. Und sogar der Waypoint, ja, der Sammelpunkt. Das ist ganz wichtig in diesen Builds. Der muss immer ganz ausgefuchst und abgewichst sind die gesetzt. So, dass der Gegner das überhaupt niemals auch nur erahnen kann. Ein paar Vikings hier am Landen, hier drüben ebenso. Jürgen lässt sich nicht anmerken, das stört ihn überhaupt nicht. Da reagieren wir gar nicht erst drauf, denkt er sich. Das ist mir egal. Der Bild ist so dominant, dass es egal ist, dass ich hier zwei meiner vier Basen das Mining verliere. Im Supply 60 hinten bin. Der Tech kompletter Schrott ist. Weil er sich denkt, ich komme gleich mit meinen Ghosts. Ganz geheim, die ich niemals aufdecken werde. Und sich... Und... Warum kann er die denn sehen? Warum sieht er die denn? Oh, stehe ich vielleicht neben dem Turret? Hat er da einen Observer? Ist da eine Cannon? Nein! Er hat einen Map-Hack. Das ist immer so gut, wenn er mal einen Ghost baut. Oh, hier, ganz dominante Nuke. Wahnsinn. Spitze. Hervorragend. So was von dominant. Unfassbar. Wenn Jürgen Ghost spielt, dann ist keiner mehr sicher. Haben sie alle verloren. Die haben sowieso schon verloren. Wenn im Ladescreen Goldfinger steht, dann kannst du direkt rausgehen. Dann ist es vorbei. Aber immer wieder gut zu sehen im Stream. Er hat natürlich Ghost mit unendlich Energie. Und wenn die dann mal keine Energie mehr haben und sichtbar werden, und dann fragt er sich, warum kann er die denn sehen? Ja. Weil die Energie aus Versehen nicht mehr da. Ja, Deals hat seinerseits mittlerweile ja auch ein paar Baracken gebaut. Upgrades laufen auf beiden Seiten. Auch er hat ein paar Ghosts. Ein paar Basen, die hier laufen. Turrets gegen Ghosts, immer wieder hilfreich. Ja. Atan und Entan, nur gucken, ob es geht. Ne? Das ist wie, wenn du dir ein Handy kaufst, was du dann wieder verkaufst. Und dann in den Anzeigen immer liest, in den Verkaufsanzeigen, ja nur einmal ausgepackt, um zu gucken, ob alles drin ist. Oder nur einmal ausgepackt, um zu gucken, ob es funktioniert. Er hat nur mal gecheckt, ob die Tarnfunktion auch geht. Sie geht. Wie viele Atomen haben wir denn hier? Eine. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob eine Nuke mit als Unit zählt, wenn einer erforscht ist. Haben beide keine... Also er hat auf jeden Fall keine Nuke. Und er auch nicht, okay. Ja, Deals baut hier um die Wette CCs gegen Jürgen. Ja, Upgrades machen sie beide ganz gut. Für jürgische Verhältnisse ist das Expansionsverhalten auch exquisit.
Income-mäßig 50 zu 110 SCVs bei Deal. Jürgen Korn ein paar Mools. Und das war aber mit auf der Tastatur gedrückt, ohne Mausklick. Hat dann da gemacht. Ist kurz der GM wieder aus ihm rausgekommen. So, Jürgen kommt. Ja, Schutzwall aus Planetaries. Anders kann man sich auch nicht helfen, ne? Die Armee von Jürgen ist halt einfach so unfassbar stark. Ah. Wunderbar. Ja, CC-Schutzwall, wie gesagt, was anderes kann man nicht machen. Außer, oh, ist ja nichts. Jetzt bin ich schon wieder mit der Maus gegen die Tastatur gefahren und schon wieder bleibt das Spiel stehen. Und ich finde diesen Knopf nicht. Es ist hier ein Knopf, es ist da einer und da einer. Und hier an der Tastatur an der Seite ist nichts. Es ist eine Kombination aus zwei Knöpfen. Auf der rechten Seite hat sie keines Dinger, Buttons. Ihr habt es genau gesehen, in der Sekunde, wo ich hier gegen gefahren bin, ist das ausgegangen. So, was macht er denn hier? Während des Orbitals, während des Planetaries. Es ist aber egal, was er baut. Goldfinger ist immer einen Schritt voraus. Jetzt gibt ihr die Nuke. Mal gucken, das zählt als Unit oder als... Ja, zählt als Unit. Wusste ich gerade nicht mehr so genau. 3-3 auf jeden Fall bei beiden unterwegs für die Infanterie. 3-3 auch bei Deals für die Panzereinheiten, die hier aus der Factory rauskommen. Ja, ich hätte eigentlich mit einem Planetary-Schutzwall gerechnet, aber er baut tatsächlich einen Orbital-Wall. Noch mehr hier, noch mehr da. Juppaidi und Hopsasa. Ja, Jürgen baut und macht und tut und drückt die Tasten. Die Tastatur ist fast am Brennen. Ein Ghost rennt hier mal durch. Jetzt gibt es hier weitere Ghost Academies für noch mehr Nukes von Jürgen. Und Deals marschiert ihr ein. Und das konnte aber auch nur, weil er genau wusste, wo er lang ist. Er hat das genau gesehen im Stream, wo Platz ist, um durchzukommen. Anders ist das ja auch unmöglich, weil hier ist ja eine Aufdeckkampagne am Laufen von Jürgen. Hier die Turrets, man sieht's. Ja? Und auch die Sensor Tower. Man kommt hier einfach nicht durch. Ja? Dieses Netzwerk ist einfach geschlossen. Ja? Unfassbar das Netz, was er hier gesponnen hat, um das Scouting zu denyen. Eigentlich unmöglich, da durchzukommen. Nur mit Gucken hat Deals es hier geschafft, einmal einen Ghost reinzuschicken, um zu gucken, was hier los ist bei Jürgen. Und es kommt, wie es kommen muss. Ah, schade. Er nuket sich selbst. Was für ein verdammter Nob. So einen schlechten Spieler hat man noch nicht gesehen. Halt auch unter Jürgens Niveau, ne? Also das kriegt er doch mit. Er sieht ja alles. Weiß Jürgen eigentlich. Er weiß von der Base da oben tatsächlich. Stimmt, da war ein SCV vor ein paar Minuten mal. Und das Deals halt hier die komplette restliche Map outmined. Ja, und Jürgen einfach unfassbar, wie er hier in den Academies die Bomben baut. Und
und keine Ahnung, wer hier wie wo scannt. Es ist einfach unfassbare Action. Units lost hier auf 2-1 zu 2-5. Es ist unfassbar knapp. Nach 16 Minuten so viel Mineralien schon verloren. Es ist einfach ein Wahnsinnsspiel von beiden. Ja. Deals wehrt sich nach Kräften. Es ist schwierig, aber er schafft es gerade so, gegen Jürgen anzukommen. Der hier wieder alles gibt. Und mal ein paar Bomben über den Zaun schmeißt. Unfassbar. Wie es einschlägt. Bum, bum, bum. So viele Bomben. Praktisch überhaupt keinen Schaden. Eine Handvoll SDVs und eine Planetary, die abbrennt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da 10 Nukes reinzuschießen. Oh ja, Uncloaked Ghost gegen die PF. Wie kann er die denn sehen? Die sind doch alle getarnt. Ekelhaft, diese Sniperei. Unfassbar, wie Jürgen jetzt hier wieder mit 2 Nukes und das Gebäude bleibt stehen. Das ist ein Cheat. Den kann man sich kaufen auf moga.de. Der kostet 50 Cent. Der Double Atom Cheat. Dass die Planetary stehen bleibt. Ja, aber Jürgen gibt nicht auf. Er hat so viel Atom. Er lädt nach. Er packt 6 in 1. Das ist einfach himmlisch, wie er das macht. Er nuked ihm hier die Scheiße aus der Zwischenwand raus. Das kannst du dir nicht denken. Ja, unfassbar dominant. Ja, schade. Deals nur mit Cheat. Absoluter Schlecht, absoluter Nob, absoluter Smurfer, absoluter schlechter Spieler. Guck mal, wie schlecht der ist. Zu Hause wird weiter gemeint, im Supply unwesentlich vorne hier, 25.000, 16.000, das ist nicht so viel, wie es liest. Das ist ganz wenig. Ja, weitere Bomben bei Jürgen. Er spielt hier Must Goes. Er spielt einfach weiter. Die komplette Dominanz von Jürgen ist zu spüren. Die liegt in der Luft. Ein Knistern. Der Geigerzähler schlägt hier aus. Weil Jürgen hier mit dem Atom zugange ist. Jetzt wird hier alles abgescannt, Junge. Schritt für Schritt. Ja, bloß nicht zu schnell, man könnte zu viel auf einmal sehen. Ja, alles hat er gesehen. Jürgen ist komplett im Bilde. Eine Runde scannen und schwuppdiwupp weiß er, dass er überall überlegen ist. Aber komplett. Durchgehen. Immer. Es war nie anders. Ja, schade. Und Deals hat natürlich wieder genau gesehen, wobei Jürgen die Lücken im Netz sind. Und marschiert hier nochmal in der Mainbase ein. Ah. Da kann man nochmal 20 Minuten callen auf 5 leere Patches. Das ist gar kein Problem. Hier wäre es schön.
Oder auch da. Aber Deeds kann sich nicht entscheiden. Aber er ist halt auch ein verdammter... Er ist ja vielleicht der größte Nob. Ist es vielleicht der dümmste und schlechteste Nob, der es jemals zu einer Zelle geschafft hat? Jürgen ist natürlich nicht zu übertölpeln, ne? Der kriegt alles mit. Mittlerweile wird sogar auch bei Jürgen mit Mools gemeint von Deals. Alter, was für ein Heck. Ekelhaft. Dass da nicht mal was unternommen wird. Ah, kleine Nuke hier nochmal. Die sollte die Truppe hier wegradieren, aber Jürgen hat natürlich aufgepasst. Ja. Auch bei Deals wird nachgeladen. Der hat nur eine Nuke. Hat aber fast viermal so viel Schaden gemacht wie Jürgen. Ja. Deals callt ein paar Mools in die Main von Jürgen. Und klaut ihm die letzten Kohlen, weil er selbst nichts mehr hat. Er hat nur 38.000. Bin so arm und sag, komm Junge, gib mal was ab. Und weil er nichts mehr hat zum Herrichten, müssen die SCVs mit an die Front. Unfassbar packendes Spiel. Ja, Jürgen schickt seine eigenen SCVs auf die Mools des Gegners, fährt dabei aus Versehen in die Basis des Gegners. Ist natürlich kompletter Spielfehler. Das darf normalerweise nicht sein. Ja. Ja, Jürgen verbraucht einfach. Er braucht keine SDVs. Brauche ich nicht. Habe ich genug von. Er macht Platz für noch mehr Ghosts. Ja, wer wollte jetzt wo Turrets bauen? Jürgen braucht er nicht, er hat ja schon. Das beste Aufklärungsnetzwerk aller Zeiten. Ach ja. Der verdammte Nob Deals baut Turrets in die Base von Jürgen. Er hilft ihm gegen sich selbst. Und sein Sammelpunkt... Scheiße, was ist mit meinem Sammelpunkt? Ich komme nicht raus. Ja, Jürgen denkt sich... Verdammt, dann ab. Ja. Es ist aber auch nur ein Testbild von Jürgen. Das darf man nicht vergessen. Aber auch die sind immer sowas von stark. Unfassbar, wie Deals hier vorgeführt wird. Er kriegt die Gebäude, die er in die Basis des Gegners baut, direkt wieder abgerissen. So dominant ist hier. Unfassbar. Hier brennt irgendwo was. Ja, die SDVs. Die sind doch niemals so stark, dass die hier einen CC zerlöten können. Ja, der Worker-Hack von Deals. Ja, Jürgen scannt zur Sicherheit noch mal ein bisschen. Wie er es ihm jetzt heimzahlt. Eine Herspülung allergrößter Güte.
Ja, Jürgen würde gerne, kann aber nicht. Ja. Der Snipe, es ist aber auch ein unfassbarer Cheater-Move hier, der Snipe. 130 Damage gegen einen Ghost, der bloß 100... Ja, Cheater. Klarer Fall. Das sehe ich allerdings ganz genauso. Ja. Der konnte ihn ja gar nicht sehen. Die waren ja getarnt. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Jürgen hat recht. Jürgen hat immer recht. So, wir machen uns mal ein Bier auf. Heute gibt es übrigens Krombacher. War vorhin noch bei Netto mit Brigitte. Wollte Pfand wegbringen und mir ein bisschen Bier holen fürs Wochenende. Und da ist bei Netto gerade der Kasten Krombacher mit 10,49 Euro statt 16,80 Euro im Angebot. Und da war ein Kasten mit 30% ausgezeichnet. Der war ganz unten in dem Regal. Dann habe ich natürlich erstmal alle Kästen von oben runtergenommen. Also da, ne, wo die gestapelt sind. Und dann habe ich gedacht, ja, warum soll ich nicht den mit 30% nehmen? Und die an der Kasse hat gefragt, warum sind da 30% Sticker drauf? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Da waren auf jeder Seite des Kastens sind überall jeweils zwei Sticker drauf mit 30%. Und somit habe ich den Kasten Bier, der eh schon 6 Euro billiger ist, nochmal 30% billiger gekriegt. Und da kannst du nichts sagen. Ich bin aber auch eh sowas von pleite, dass ich überhaupt froh bin, dass ich Bier gekriegt habe. Ja, Jürgen wird hier natürlich wieder komplett dominant das Spiel noch umdrehen. Also er ist ja sowieso schon vorne die ganze Zeit. Das täuscht, was hier oben steht. Ja, das täuscht. Oh, jetzt werden Marauder gebaut. Ja. Und Deals hilft ihm wieder dabei, dass seine eigene Blödheit bloß nicht auf der Map verteilt wird und sperrt ihn ein. Während er hier wieder seine Expansions durch STVs weggelötet kriegt, was natürlich absoluter Cheat ist. Drei, drei Marauder werden es jetzt hier richten. Er hat ja nicht mal einen Effekt. Ach doch, er hat einen. Oh. Na gut, dann... Ach stimmt, muss er ja haben, weil er ja auch hier die 3-3 Upgrades schon hat. Und die Armory kann er ja ohne Factory nicht bauen. Aber ich kenne mich halt auch nicht aus mit dem Spiel. Das konnte ich vorher nicht wissen. Ja, 50.000, 20.000 zu 7.000 und 6 von Jürgen. Mit seinem dominanten Marauder Supply rückt er jetzt hier aus. Und jetzt wird hier wieder gelötet. Noch mehr Marauder, noch mehr F2. Und Deals kommt mit seinen Cheater-Panzern hier vorbei. Unfassbar dominante 100 Supply von Jürgen. Auch ganz stark jetzt hier in die Planetary mit fast keinen Mineralien mehr reinzurennen. Daran alle Ghosts bis auf einen zu verlieren. Das zeugt von wahrer Dominanz. Und auch hier die SUVs, die kommen da einfach nicht durch. Die sind so schwach. Die sind so schlecht. So, wir trinken mal ein Schlückchen. Ja, Deals, wie gesagt, hilft mit seinen eigenen Turrets. Fans the Tower. Oh, der eine Panzer, wir gucken mal. Okay. Ich dachte, der könnte jetzt hier der Hero-Tank werden, der Deals das Spiel rettet. Weil Jürgen hat ja schon gewonnen. Er rennt um sein Leben mit den Ghosts hier, mit den 50.000 Mineralien. Die unfassbarste Armee, die man jemals in einem StarCraft-Spiel zu sehen bekommen hat, von Jürgen.
Sie rückt aus. Da sterben die Einheiten einfach nur so weg. Was ist hier unten los? Hier, die Planetary wahrscheinlich aus Verzweiflung sich selbst weggelötet. Ja. Was haben wir hier noch von Deals? Da ist ja nichts mehr. Er hat ja nichts. Ein paar Ghosts, ein paar SCVs. Lächerlich. Lüchtig. Lüchtig. Ja. Einfach Wahnsinn. Fantastisch. Es ist einfach, man findet keine Worte über diesen geilen Typen, der ihn hier komplett zerlegt. Sogar das Reinforcement, das spaziert hier einfach ungehindert durch. Was soll er auch machen? Er hat ja nichts. Es ist ja nichts mehr da. Ist ja wie im Osten früher. Es war ja, wir hatten ja nichts. Jürgen macht schon mal Platz für eine neue Basis. Er hat einfach die Skills. Heftig, heftig. Hat Nuke noch einen Jürgen auf Lager? Nein, hat Ghost. Ja, ich meine Jürgen noch einen Nuke auf Lager. Nein. Aber auch Deals hat keine. Natürlich hat er keine, weil er Nob ist. Jürgen zerlegt ihn hier aber auch komplett nach Strich und Faden. Ja, jetzt ist es gleich vorbei. Ja, Jürgen würde gerne scannen, aber er kann nicht. Da ist seine 100 Supply Armee Marauder. Shitanu. Ja. Unfassbar, wie Jürgen hier wieder nur mit Gucken, mit Bescheißen. Ja, Jürgen hat noch 7000 Mineralien. Du bist so schlecht. Löchtig, löchtig bitte. Dominant wie er ist, baut er sie nochmal auf, die Basis. Ein SDV hat er noch. Und, da und das ist eingeklemmt. Ah. Ah, ist das schön. Ja. Was? Ach, nicht wieder aufgebaut, ja. Er müsste sich erst den Weg freilöten, oder? Hier, warte doch. Ja, die Marauder müssen kommen. Die Marauder müssen dem SDV den Weg freischießen.
Während ich nochmal ein Schlückchen hier aus meinem Krombacher nehme. Taktisch klug wie er ist, nimmt er auch das Gebäude, was mehr Hitpoints hat. Er weiß doch egal, er hat das sowieso gewonnen. Jetzt geht's los. Ja, wir sind in der Vision von Goldfinger, eines 6.4K GM Spielers, der Weltbeste. Ja, die Bilder sprechen für sich, meine Damen und Herren. Er hätte die Production Facilities, er könnte die Baracken landen, er hat 70 Supply, also 60 Supply frei. Er könnte bauen, er braucht es aber nicht, weil er einfach so dominant ist. Jetzt hat er sein letztes SDV verloren, was macht aber nichts, er hat ja gewonnen. Man hat es ja ganz deutlich gesehen. Wie hier alles hergerichtet wird. Ja. Schade, wird nicht fertig. Ja, die SUVs hauen ab aus Angst vor der, der Barracks von Jürgen. Wenn die auf den SUVs landet, da sind die alle platt. Deals weiß nicht, wie ihm geschieht. Er hat riesen Schiss vor diesem Weltklasse-Spieler. Es ist einfach ein Massaker. Man kann es nicht anders sagen. Zu Recht versteckt sich Deals in... Oh, jetzt Stim noch gezündet. Was für eine Dominanz. Was für eine Überlegenheit. Wie er ihm hier sämtliche Zwischenwände rausreißt. Unfassbar. Einfach nur, da fehlen einem die Worte. Wie man nur so gut sein kann, wenn ich nur 1% so gut wäre wie Jürgen, Junge, das ist einfach. Krombacher Privatbrauerei. Seit 1803 eine Perle der Natur. Spitzenpilz der Krombacher Brauerei. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Mit Felsquellwasser gebraut. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Original Brauereiabfüllung. Krombacher Brauerei 57223 Krombach. www.krombacher.de. Bier bewusst genießen. 4,8% Pilz, Pfand gehört daneben. Mindestens haltbar bis 16.01.25. Charge D1246. Und während wir uns jetzt hier einen minutenlangen Text durchgelesen haben, hat es Jürgen tatsächlich geschafft. Und hat Deals hier dermaßen in die Schranken gewiesen. Und hat natürlich, wie immer, gewonnen.